Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video von mir. Heute geht es um den Schleifstein und ich werde euch alles erklären, was ihr wissen müsst über den Schleifstein und wie ihr ihn herstellt, was ihr damit machen könnt, halt alles, was ihr wissen müsst. Und ja, wir starten einfach mal rein hier und zwar, wie bekommt man den Schleifstein? Ist relativ einfach, wir brauchen hier eine Steinstufe, bitte darauf achten, Stein, nicht Bruchstein. Dann hier zweimal einen Stock und unten können Eichenholzbretter oder ich glaube, es gehen auch andere Bretter. Und dann habt ihr auch schon einen Schleifstein. Wie gesagt, darauf achten, dass es eine Steinstufe und keine Bruchsteinstufe ist. Ja? Dann, wenn man ihn hingestellt hat, kann man hier verschiedene Sachen reinpacken. Reparieren und entzaubern. Reparieren tut man so, dass man hier zum Beispiel zwei gleiche Werkzeuge hat. Die packt man hier einfach rein und schon bekommt man hier ein verbessertes Werkzeug mit der höheren Haltbarkeit. In dem Beispiel hier, ne, sieht man schon, dass das hier schön addiert wurde, plus 5%. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier 20-20 habt, ja, dann kriegt ihr insgesamt 45. Also ihr kriegt 5% nochmal drauf. Ja. So. Dann haben wir hier eine verbesserte, ist halt nur eine Holzspitzhacke, damit ich euch das demonstrieren kann. Ansonsten kann man hier noch Sachen entzaubern, wie zum Beispiel das Diamantschwert hier. Ich werde mal eben kurz in den Game Mode Survival gehen, weil da ist noch was ganz wichtig. Guckt bitte unten mal auf die Erfahrungsliste, denn wenn ich jetzt hier was entzauber, dann kriege ich da schön Erfahrung für. So, und ihr seht, dann bekomme ich hier ganz normale Diamantschwerter raus und die Verzauberung wird halt weggemacht. Das geht übrigens nicht bei Flüchen. Und sollte es mal nicht gehen, dann ist hier auch so in Rot das durchgestrichen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine reinlege, ist da ein rotes Kreuz, ja, weil es halt nicht funktionieren würde. So, ansonsten lohnt es sich noch, einfach mal Bücher mitzunehmen. Ihr seid zum Beispiel in einem Dungeon und findet ein paar verzauberte Bücher mit einer guten Verzauberung, die ihr allerdings nicht gebrauchen könnt, wie zum Beispiel Haltbarkeit oder so, ne? Je nachdem, was ihr halt gerne verzaubert. Dann legt ihr das Buch hier einfach rein und bekommt ein normales Buch, allerdings auch ziemlich viel Erfahrung und deswegen ist das noch eine weitere Sache, die ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltet. Und ja, das ist eigentlich alles Wissenswerte zum Schleifstein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.